Hallo ihr Lieben und willkommen auf meinem Kanal It's Gluten Free Baby. Ich bin Aurelie und zeige euch heute ein köstliches Rezept für Käse-Eier-Speck-Muffins. Diese Muffins eignen sich perfekt für einen Brunch oder auch für einen proteinreichen Snack. Für Kinder sind sie auch geeignet, es ist auch Gemüse drin versteckt. Also es ist alles, was man eigentlich so Leckeres und Gutes braucht. Wenn ihr euch für glutenfreien Lifestyle interessiert, genauso wie leckeren Rezepten, dann stell auch sicher, dass du meinen Kanal abonnierst und mir auf Instagram folgst. Da gibt es auch nochmal Rezepte und Abstimmungen, was ich als nächstes auf YouTube backen oder kochen soll. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Also lasst uns gleich loslegen. Zuerst brauchen wir eine Zucchini. Und wer Kinder hat, die kein Gemüse mögen, einfach schälen, dann merken sie es nicht. Die Zucchini in grobe Stücke schneiden. Dann kommen die Eier, 9 Stück. Ein gestrichener Teelöffel Salz. Und das war's schon, jetzt kann das Ganze gemixt werden. Falls ihr keinen Thermomix habt, könnt ihr das Ganze auch mit dem Pürierstab mixen. Und nun die Muffinform mit etwas Butter einfetten. Und jetzt kommen Käse und Speck in die Muffinform. Die Muffins kann man natürlich auch vegetarisch machen. Hier dann einfach etwas Champignons oder Spinat hinzugeben. Oder einfach nur mit Käse, auch sehr lecker. Im Hintergrund hört ihr Leon, er möchte auch mithelfen. Als nächstes kommt die Ei-Zucchini-Masse. Und jetzt kommt das Ganze für 25 Minuten in den Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Und so lecker sehen die Muffins aus, nachdem sie aus dem Backofen gekommen sind. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ihr abonniert meinen Kanal und folgt mir auf Instagram. Lasst mir doch einen Kommentar da und sagt mir, ob du das Rezept probiert hast und wie es dann schmeckt und wie es angekommen ist bei deinen Gästen. Danke euch. Ciao.